Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Time mit dem Mats. Hallo. Und letztes Mal sind wir stehen geblieben bei dem ME, Spatial Storage, Holodeck Gedöns und da braucht man Energie. Und wie viel kann denn unser Kern aufnehmen nochmal? Ganz viel. Weißt du das noch? Nicht aus dem Kopf, aber ich guck nochmal nach. Okay, weil wir wollen ja mal gucken, wie viel unser Kern kann, weil wir brauchen halt Unmengen an gespeicherter Energie. Alter, ich brauche hier unbedingt mal einen Wegweiser. Also unser Kern kann maximal speichern 1,07 MAE. Also ich nehme an, das ist mega, mega Applied Energistics Energie. Genau, und hier brauchen wir Kilo AE, aber wir brauchen, oder wir haben jetzt gerade 24 Kilo AE, wir brauchen aber Giga AE, das ist halt nochmal ein bisschen mehr. Das ist krass viel mehr. Ja, irgendwie schon. Und ich habe auch schon mal Dense Energy Cells bestellt. Das sind quasi Energiespeicher von Applied Energistics. 30 Stück. Ich bin mal gespannt, ob die reichen. Wo bauen wir die denn hin, Alter? Wie viel können die denn einzeln speichern? 1,6 Millionen. Hm. Ja, 1,6 ja, MAE. Bauen wir dann einfach einen Klotz dahinter. Stimmt. Ich glaube, da... Boah, hört sich an wie Papier. Warte. Dann müsste 1,6 müsste dann nicht schon reichen dann für 1? Nee, ist ja MAE. Wir brauchen ja Giga-AE. Oh. Wir brauchen bestimmt ein bisschen mehr hier hinten. Warte mal. Wir bauen den... Wo kam denn die Energie überhaupt her? Kam die aus dem ME-System oder was? Ja, das ME-System Energie, genau. Nein, ich meine, wo kam die Energieversorgung für das Teil her bis jetzt? Achso, die kommt direkt vom Reaktor über den Tesserakte. Achso. Nur du brauchst halt einiges gespeichert, um überhaupt starten zu können. Ja. So, hast du das ME-Tool dabei? Ich überlege gerade, Energy Acceptor. Könnten den auch da dran anschließen? Ja. Mit dem da dran. Nee. Nee? Nicht geil. Nicht geil. Warte, dann machen wir so, Alter. So. Pass auf. Pass auf, machen so. Und dann packen wir das Kabel da dran. Genau, der ist wieder an. Dann brauchen wir jetzt noch cooles ME-Kabel. Dense. Blaues Dense-Kabel. Warte, hab ich gleich. Ich mache noch immer alles weg. Du machst das schon noch. Und jetzt? Jetzt brauchen wir noch Energie, warte. Also die Theorie, ne? Habe ich nur selber noch nicht so richtig gebaut. Ah, guck mal, hier unten, der lädt sich schon auf. Jetzt frage ich mich, ob hier alles einen Kanal belegt. Ah, ne, er belegt gar keinen Kanal. Echt, die müssen alle an einzelnen Kabel? Alter. Echt jetzt? Scheint so, weil irgendwie hat sich der nur unten geladen. Okay, dann sollten wir vielleicht ein Kabel durchlegen. Gute Idee. Irgendwie so. Oh. Ne, macht auch nicht so viel Sinn, ne? Warte. Da werden wir die nachher nochmal cool... Oh, ich habe hinter die, glaube ich, alles kaputt gehauen. Du wolltest noch ein Fenster, ja? Ups! So, ne? Ja gut, hier geht's ja jetzt nicht in den Ecken. Ah ja, stimmt. Nur da, wo das Kabel hochsteigt. Boah, ey, einmal mit Profis arbeiten, ich schwör. Ja, mach doch mal. So, wie viel haben wir denn jetzt? Alter, wie viel braucht man denn da? Mehr. Achso, Stored Power. Okay, die laden sich... was ich geil finde, ist, die leuchten halt, wenn die sich befüllen, ne? Ja. Und die fangen auch an, stärker zu leuchten, oder? Ja, hier vorne ist zum Beispiel schon, aber irgendwie wird es gerade wieder leer. Also so kompliziert war das bei mir nicht damals. Hast du vielleicht auch einen kleineren Raum gehabt? Ja, das kann sein. Also einen großen hatte ich bis dato noch nicht. Da ist ja zum Glück hier hinter ein bisschen was Platz gelassen, ne? Ja, sonst machen wir gleich mal die Zauberzelle zum Testen.
Ne, warte mal, der geht gerade hoch. Der ist voll. Der ist ja, jetzt aber Max, auch voll. Max Power ist ja schon noch zu wenig. Ah ja, stimmt. Max Power ist 28,82. Ah, warte mal, müssen wir jetzt echt 1000 Mega AE haben? Jetzt... Ja. Ja, warte mal, dann brauchen wir ja 8 Milliarden Zellen hier hinten dran, oder? Ungefähr, ja. Warte mal, echt jetzt? Da brauchen wir einen riesigen Raum nur für die Energie, um den Raum einmal zu aktivieren. Du wolltest doch was haben, womit du deine Energie verbrauchen kannst. Stimmt. Was haben wir jetzt? Das sind 30. Warte, ich hole mal meinen Rechner raus. Rechner. So, 30 sind 50. warte. 50. So, da sind wir wieder. Dumme war natürlich, dass ich an meinem Taschenrechner quasi meine Aufnahmetaste habe. Also an meinem Numblock ist die Aufnahmetaste und die habe ich gerade zum Rechner gedrückt. Und dann war es alles weg. Also wir brauchen schon eine Menge Zellen, so wie wir es hier aufgebaut haben. Wahrscheinlich müssen wir doch die 3-Pylon-Technik nehmen oder wir lassen die Kreativzelle dran. Hier war mal ganz kurz zum Testen genommen. Und also man bräuchte umgerechnet 1800 von diesen Energy Cells. Ich glaube, so ist es nicht gewollt, so wirklich. Naja, das könnte ein bisschen komplizierter werden. Aber wenn man jetzt hier drückt und die Diskette aber erstmal an der richtigen Position hat, kann man die Sachen halt speichern. Jetzt sind sie weg und jetzt sind sie wieder da. Kannst du mich mal mit wegspeichern? Ich glaube, das geht nur auf Blocks, oder? Nee, warte, ich gehe mal auf einen Block. Warte. Ich denke, dass er einfach unter dir verschwindet, aber wir versuchen es mal. Drück den Knopf. Ich komme wieder rüber. Gleich ist der Server einfach aus. Vielleicht implodiert der Server, einfach einen Knopf drücken. Ja, schlechtes Gefühl habe ich aber trotzdem. Okay. Als ob. Ah ne, doch, lol. Wo bist du jetzt? Ich bin im Nichts. Als ob. Wie krass ist das denn? Wie geil. Da wollte ich halt den Gronkh speichern. Dann hätte er nicht mehr rausgekommen. So, und ich dachte, das wäre abgestürzt. Das ist aber cool. Kannst du dich wiederholen? Ja, aber jetzt läuft das Projekt halt bei mir. Genau. Ich bin in dieser Dimension gefangen. Da steht sogar Storage Cell auf der rechten Seite. Achso, ich muss den einmal rübersetzen. Ja, genau. Diskette, ne? Man muss aber eine hohe Sicherheitszugang hier für den Raum machen, ne? Ja, möchtest du auch mal gucken? Leg mich auch mal auf der Diskette. Tschüss! Tschüss! Ah, da gibt's sogar einen Erfolg! Wie geil ist das Get denn? Get stored in a spatial storage cell, okay? Aber hier ist kalt, ne? Ja, sehr kalt, glaube ich. Wie cool! Da bist du immer im unendlichen Haus. Aber wenn es halt wirklich jede Modifikation beinhalten würde oder könnte man echt so ein kleines Haus haben, wo je nach Raumbedarf immer wechselt. So, jetzt will ich Schmiede haben. Ja. Ich frage mich halt, was passiert, wenn du mich wegspeicherst und ich in der Dimension was dazu baue. Ach so, ja, ich glaube, das kommt dann. Das kommt dann dazu, ne? Ja, warte, jetzt probieren wir nochmal eins aus, warte. Wenn ich in der Dimension dann aber einen Modblock dazu baue. Nee, ja, wir wollen jetzt nicht testen, wie wir den kaputt alles machen können hier. So schon mal nicht. Warte, ich resette mal eben die Zelle hier. Aber die können wir gar nicht mehr resetten. Jetzt ist die auf diesen Raum gemünzt, geil. Die ist ja, kannst vielleicht, Nee, den Chip kann ich auch nicht mehr rausnehmen, die ist halt durch. Echt jetzt? Ja. So, ich möchte jetzt mal was testen nochmal einmal, warte. Die 3 Pylonen. Technik, genau. Taktik. Ja, vielleicht müssen wir das doch machen, weil es sonst so viel Energie braucht. Aber ich fand es halt so einfach super schön. Es hätte auf jeden Fall mega cool ausgesehen. Genau. Ja. Für welche 3 hast du dich denn jetzt entschieden? Für hier die Ecke, warte. Ich muss nur mal eben hier runterbauen. Dann machen wir die mal eben weg. Also wir brauchen ja einen, der hochgeht und dann einen zur Seite und... Deswegen muss ich hier einmal das Kabel wegbauen. So, warte mal. Zack.
Jetzt müsste hier eigentlich noch einer hochgehen. Ich weiß nur nicht, ob wir die ganzen Pylonen mit einlagern jetzt. Aber ich glaube nicht, die sind, glaube ich, zu nah am Rand. Die sind ja außerhalb des Raums. Ich brauche nur mal ganz kurz, glaube ich, ein paar Anchor. Anchor! Könntest du nochmal eine Spatial Storage bestellen? Ja, hast du die dicke angelegt? Jo. Das habe ich nur einen Anchor rausgenommen, ich voll Idiot. Anchor. Und dann gucken wir mal, wie viel Energie der Raum dann braucht. Und dann müssen wir echt so auf dieses System. Ist bestellt. Dankeschön. Ah genau, die andere Seite kapp ich dann auch mal eben. Ja, da reicht ja. Gut, ich hätte jetzt einfach das Kabel unten abgemacht, aber... Ne, das ist ja Quatsch. So, zwei haben wir. Aber irgendwie noch nicht so ganz zufrieden, ne? Na, irgendwie noch nicht. Aber eigentlich hatte ich das doch da nur verbunden. Ich guck nochmal, ob die sich verbinden hier an der Stelle. Ah ne, verbinden sich hier gar nicht, lol. Dann mach mal den einen Anker da weg. Vielleicht verbinden sich nicht nach oben. Und verbinden sich auch nicht. Oh nein, falscher Knopf. Ah so, okay. Ah, so geht's. Ah ne, warte mal, jetzt hat er sich ja unten verbunden. Achso, der muss zwei hoch sein, damit er sich verbindet, okay. Achso, das könnte. Ja, stimmt, natürlich. Weil sonst hat er ja kein Volumen, was er speichern kann. Stimmt. Sonst hast du ja nur die gerade Fläche. So, dann warten wir nochmal eben. Vielleicht war das jetzt wieder so die Sekunde, die wir hätten warten müssen. Wieder die Ungeduldigen am Start. Jetzt noch mal ein Brot in der Zeit. Ja, mach mal. Mir wird ja mal leckeren Fleischsaft ins Maul gedrückt. Ah, jetzt geht's, ja, okay. Eigentlich auch eine gute Sache. Auch so in echt? Na, ich weiß nicht. Guck mal, die Efficiency ist jetzt nur noch bei 6,55%. Vorher hatten wir über 70%. Ja, wenn wir mal verstehen würden, was das heißt, ne? Ja, ich glaube, in wie viel Prozent du den Raum wirklich abdeckst mit dem Ding. Aber trotzdem braucht es noch 20 Giga-AE. Übrigens, ach so, das ist jetzt hier, ist das Creative-Ding dran, ne? Ja, gerade schon, genau. Okay, weil ich dachte, wir liegen jetzt hier bei gestorten Terra-AE. War nix, ey. Nö. Geht denn nicht? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich hab's auch nicht ganz gecheckt. Nach allen Erklärungen, die ich gelesen habe, müsste es halt so funktionieren mit den drei Achsen. Ja. Aber jeder, der es dann im Tutorial gebaut hat, da geht's hat es auch, ne? So gebaut wie du. Ah, ja, genau. Das so hatte ich halt auch im Kopf. Und deswegen dachte ich jetzt, das wäre irgendwie energieeffizienter. Aber ist leider nicht. Also back to basic und schreib mal bitte gerne in die Kommentare rein, ob wir dann auf die Kreativ-Cell gehen sollen oder ob wir, obwohl eigentlich können wir auf die Kreativ-Cell gehen, weil wie gesagt, ist ja im Grunde ein Story-Project. Ich meine, liegt jetzt nicht an, oder man könnte theoretisch auch einen Speicherraum bauen, der dann ja, also nochmal so groß ist wie der Raum mit 15 Türme drin, wo dann halt die Energy-Cells drin sind. Oh Mann. Aber das ist, glaube ich... ja. Aber nur, wenn das Video 20.000 Likes kriegt. Genau. Bei 20.000 Likes. Weißt du, wenn ich mal irgendwas sage mit Likes, bin ich like-geil. Und wenn ich dann andere Kanäle angucke, die sowas von... Ah, ist ja auch egal. Andere Community. So. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Ich glaube, da werden wir dann die Kreativzelle einfach dahinter setzen und gut ist. Ist ja nur ein Gimmick, sag ich mal. Ja, genau. Also ist jetzt nicht so, dass du unentwegt in einem Holodeck zwischen den Welten hin und her springst. Ist ja nur ein geiler, genau, ein geiler Gimmick und
werden hier noch ein paar Räume anlegen und ich denke mal, die Räume an sich wären noch cool. Ich bin sowieso gespannt, was man hier speichern kann an Blöcke. Ja, also eigentlich ist das Ding ja nur dafür da, einen Heiko einzufangen, wenn er nächste Mal online kommt. Genau. Heiko, hol mir mal bitte da aus der Kiste. Hier? Ja, weg. Wäre aber schon geil. Oder ich stelle mir auch so vor, in so Modpack-Projekten, in so Großprojekten, dass ich das noch nicht benutzt habe. Überleg mal so, Veni, weiß ich, kommt in Novus. Nee, nee, Veni kommt in Novus in mein Haus rein und will was klauen. Und als Falle. Ja, genau, und er wird angesogen. Schalter wird umgelegt und er ist instant in meiner Falle drin und kommt dann nicht mehr raus, egal was er macht. Egal, und er kommt wirklich nur raus, wenn du wenn du den wieder auch spawnen lässt. Ja, genau, richtig. Aber warte mal, jetzt brauchen wir die Cell. Hattest du schon eine neue eingelegt oder hast du noch die alte? Nee, das war die neue. Okay, hast du noch die alte? Die hattest du. Ah, okay, dann wurde die wahrscheinlich wegge... Abgesaugt. Ja, genau. Spatial, da ist sie. Aber was ich noch ausprobieren wollte. Kann ich die eigentlich benennen? Ja, kann ich. Geil. Wir können auch demnächst mal in der anderen Folge. Ja. Diese leere Dinge da benennen in deinem Terminal. Du hast ja dieses Dings Interface Terminal. Ja. Und da hast du eine Maschine, die funktioniert wahrscheinlich mit einer Chest oder sowas. Oder da steht. Ah, kann man dann die Chest umbenennen? Man kann das Interface umbenennen. Ah, wieder was gelernt. Genau, da steht Nothing. Gut, da ist auch kein Rezept drin. Ach, das ist nur zum Importieren, ne? Ja, genau. Da könnten wir Importer nennen oder so. Ich finde das voll cool hier. Weg, wieder da. Man kann halt den ganzen Raum voll machen, glaube ich. Wäre bestimmt geil. Warte, sollen wir noch? Einmal den Boden mit Wiese voll machen? Einmal voll machen? Ja, einmal mit Gras, dass wir quasi einmal eine Grasfläche haben. Jo, Gras hast du ja jetzt genug, wo die Query läuft. Ja, stimmt, das ist ohne Ende Gras. Ich wollte halt mal gucken, wie weit das bis in die Ränder reingeht. Grass. Green slimy grass. Warte mal. Kannst gedrückt halten und fliegen, ne? Ja, aber so können wir die Folge noch ein bisschen strecken. Ah ja, stimmt, macht Sinn. Guck mal, das finde ich so geil, diese Mod. Oh, natürlich nicht, wenn man dann sich vor... wenn man sich vorfliegt, dann ist natürlich scheiße. Aber so geht. Ah, ich sehe auch schon wieder, hier müsste mal ein Biomgerät rein. Biomumtausch. Maschine, genau. Jetzt Maschine. Bau doch mal. Wo überleg mal, du baust jetzt hier einen Raum richtig cool so, dann speicherst du ihn weg. Dann kannst du den nächsten Raum bauen. Kannst halt niemals beide gleichzeitig betreten. Stimmt. Oder du kannst halt Aufgaben vergeben an die Subs. Ach so, und dann in dem die... Raum muss das und das gemacht werden, speicherst die mit dem Raum weg und sagst, ihr kommt da erst wieder raus, wenn das erledigt ist. Stimmt, wäre aber auch geil. Knechte auf Diskette, so heißt die neue Serie dann. Obwohl, könnte auch irgendwie ein komischer Film sein. Ja, da hätte sich ja ohne Witz der Bilderblock gelohnt hier. Ja, jetzt auch nicht mehr. Ich sehe gerade, hast du den richtigen Bildersound gebaut und nicht meinen komischen hier? Ja, ich hatte den Unbreakable habe ich hier. Ja, der ist besser als... Warum benutze ich eigentlich immer nur so Scheißwerkzeug? Ja. Wo auch Warn Ups das... geht und sowas. Ja, ich glaube, das liegt an der Mod. Da verschiedene Bildersound-Mods und einer hat Ups und einer hat nicht. Ja genau, meiner hat halt nicht. Lass mich hier raus! Nein! Oh Mist. Lol. Zack, ist weg. Okay, vordere Reihe nicht. Okay. Gut zu wissen. Dann machen wir die... Warnschilder hin, oder? Ja, so. Genau. Oh, warte oder mal, theoretisch. Pylone alle ein länger. Ja, genau, Pylone alle ein länger. Ausgezeichnete Idee, Herr Matz.
Idee, Oh. Warte. Haben wir denn noch ein paar Pylonen, die wir hier reinsetzen können? Dann haben wir Nö, alles aber kannst du auch welche gespeichert. bauen? Was hat so? Wer baut welche? Du könntest welche Ah, okay, bauen. mache ich. Warte. Pylon. Ich baue mal so 20. Pylon. Wow, einer. Noch einer. Die bauen aber langsam, ne? Ja, die sind teuer. Aber warum dauern die so lange? Pass auf, und jetzt wird einfach die vordere Wand mitgenommen, so. Und dann ist er, hä, warum? Pylon. 9 Stück schon, nice. 10. Nicer. Dicer. Deiser. Ja, kennst du nicht? Ja, doch. So. Beste Idee ever, Pylonenlänger. Ist gemacht. Jetzt nur noch auf der Seite hier. Oh. Ah, warte, hast schon. Oh, hast schon ausgelegt. Nice. Ja. Oh, falscher Knopf. Wie gar man sich wegschuppen kann. Auf einmal hatte ich Füße im Gesicht. Ja, manchmal ist das so, ne? Wer sich nicht benimmt. Fuß im Gesicht. Obwohl, jetzt geht die Spatial-Storage halt nicht mehr, ne? Warum nicht? Weil jetzt Ach so, weil es jetzt ein eine größer ist. falsche Umgebung ist, Genau. ne? Versuch einfach Mach nochmal. mal. Ich will den Raum wieder haben. Den guten Steinbaum. Ne. Kommt denn nichts? Weißt du, was mich jetzt gerade fragt? Wenn da jetzt einer von uns drauf wäre. Ne, das, ja, das auch, aber warum haben wir denn die scheiß Wiese dahin gemacht? Wird jetzt eh nicht mehr benutzen können. Ja, stimmt. Verdammt. Wir machen erst wieder die Pylone alle ein kleiner, setzen den Raum wieder. Dazu wurde schon weit reingelunzt. Boah, zum Glück war ich jetzt nicht noch mit drin, weil ich war dann Heiko. Lass uns mal raus. Boah, das wäre echt krass Oh, geworden. das wäre echt. Ja, Okay. hier ist jetzt nur ein Stück Wiese. Ja, die andere Wiese ist ja leider weg. Leider, wurde wegrationiert. Okay, aber funktioniert. Gut, wenn Mats da wieder rauskommen soll, lasst eine Bewertung da und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Minecraft Time mit dem Holodeck. Muss natürlich noch alles schön gebaut werden und verschiedene Disketten mit verschiedenen Themen. Und wenn ihr Themen habt, in die Kommentare schreiben. Tschüss. Hier ist es sehr kalt. Ist mir doch egal. Tschüss.